Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Temtem. Und ich befinde mich hier immer noch im Xolotl-Reservoir, denn wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. Zum einen müssen wir hier auf diese Insel, zum anderen müssen wir die Medizin zu Octlana bringen und zum dritten haben wir hier unten noch eine Aufgabe, wo ich noch nicht weiß, was wir hier genau tun sollen. Wir werden kurz die Abkürzung hier nehmen und die Medizin zu Octlana bringen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Hallo. Endlich hast du die Medizin gebracht. Hey Leute, wir haben einen Erste-Hilfe-Kasten. Helfen wir den Verletzten. Punchy, du hast uns gerettet. Ich habe mir die ganze Zeit über Sorgen gemacht, aber du hast es wirklich geschafft. Nimm dies. Ich weiß, dass du es gut gebrauchen kannst. Zurückgehaltener Groll. Ah, okay. Die Nawal ist im Eimer, aber wenigstens werden jetzt alle Besatzungsmitglieder überleben. Also wenigstens die, von denen wir wissen. Ah, wer fehlt denn noch? Wir haben Kemal noch nicht gefunden. Niemand hat ihn oder seine Klamotten bislang gesehen und das ist nicht gut. Ist er fortgegangen? Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte Kemal einfach fortgehen und uns zurücklassen? Wir müssen ihn finden und du bist die einzige Person, die sich gerade von hier fortbewegen kann. Also kannst du ihn bitte suchen? Und wenn du schon einmal dabei bist, kann ich dich um einen persönlichen Gefallen bitten? Klar. Danke, also da gibt es jemanden in Quatzel, du musst sie finden und ihr sagen, sage einfach, dass es mir gut geht und dass sie sich keine Sorgen um mich machen soll. Das ist meine Frau Isel, sie lebt im westlichen Teil von Quatzel in einem dieser schicken Geodenhäuser. Das ist ziemlich nah am Eingang von der Oberfläche. Sag ihr bitte, dass es mir gut geht und dass ich sie besuche, sobald ich wieder laufen kann. Und pass auf, dass sie nichts Dummes macht, wie etwa alleine hier hinzukommen. Kannst du das tun? Ich werde sie beide finden. Exzellent, danke noch einmal für all deine Hilfe. Gut. So, dann schauen wir mal da nach unten zu der Insel. Vielleicht ist Kemal ja da. Nee. Oh, der will kämpfen. Ich wusste, dass Kapitän Koye jemanden schicken würde, um mich zu schnappen. Du wirst mich nicht so einfach erwischen wie Tlaloc. Ich bin keine Wache. Du trägst zwar nicht die Uniform, aber ich sehe es dir an, Grubenwürmer, Tyrannen. Ist mir egal, ob du einer von seinen gehirngewaschenen Lakaien bist oder ob du seine schmutzige Arbeit nur um der Panzons willen machst. So oder so werde ich dich besiegen und meine Schwester retten. Okay. Ach, das sind doch mal Gegner, die man sehen möchte, aber allerdings nicht mit ihm. Auswechseln gegen... Pflanze. So, Gleichstromstrahl. Ist eigentlich fast egal. Cannabis. Jawohl. Ja, nee. Okay, gegen Gasuma macht es halt ein bisschen was, aber gut. Machen wir einfach mal hier Flächenschaden. Gewitter hinterher. Okay. Es scheitert, ja, es ist mir bewusst. Gasuma ist nicht mehr vergiftet, ist auch nicht mehr vergiftet. Sehr nice. Der Verruf. Das war heilen, oder? Ja. Gleichstromstrahl. Aua. Tut ja ganz schön weh. Gut, dann beenden wir den Kampf hier an der Stelle. Also gut, du gewinnst, Grubenwurm. Also, was ist jetzt hier Sache? Und jetzt wirst du mich gefangen nehmen. Wie gesagt, ich bin keine Wache. Du, wirklich? Warum bist du dann hier? Du bist über reine Säure gesurft, um mich rein zufällig aufzusuchen und einen Temtem-Kampf mit mir zu veranstalten? Ich kämpfe gegen Clan Belsoto. Clan B, was jetzt? Ach, auch egal. Vielleicht kannst du mir sogar helfen. Wenn du Interesse hast, erzähle ich dir gerne mehr. Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Ja, red.
Du hast also Zugang zu der Untergrundstadt der Grubenwürmer. Nun, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Interesse? Worum geht's denn überhaupt? Um ungerechtfertigte Gefangenschaft und den Kampf um Freiheit. Ich brauche deine Hilfe, um jemanden aus der Gefangenschaft der Wachen zu befreien. Meine Schwester. Okay, da bin ich dabei. Ah, anscheinend habe ich mir jetzt einen eigenen Söldner angeheuert. Also, das hier ist das Problem. Meine Schwester Tlaloc wurde letzte Woche von den Schergen von Kapitän Kuli gekidnappt. Laut denen sind wir Gesetzlose, weil wir seine Regeln nicht anerkennen. Wir wollen einfach in Ruhe gelassen werden und so leben, wie wir wollen. Das ist kein einfaches Leben, aber wir sind frei. Ich weiß nicht, warum sie Tlaloc gefangen halten, aber ich wette, es wäre für dich kein Problem, sie zu befreien. Ich kann dir sagen, dass die Flucht aus dem Gefängnis nicht einfach ist. Doch ist es, wenn man den Schlüssel hat. Du hast den Schlüssel? Nein. Okay, wo ist der Schlüssel? Ich kenne die Schmiedin, die alle Schlüssel für das Gefängnis herstellt. Sie hat bestimmt einen Zweitschlüssel. Also frage ich sie einfach nach einem Gefängnisschlüssel? Wenn sie nicht arbeitet, ist sie in dieser Bar. Okay, dann begebe ich mich jetzt mal auf diese verrückte Mission. Mein Held. Gut. Rucksack. Salbe Plus. Einmal hier heilen. So. Wir begeben uns jetzt erstmal hier im Norden zu der Insel. Oh, was ist das? Achso, ein Cannabis. Hat gerade so komisch ausgesehen. Okay, weg hier. So, da sind wir auch schon. Okay, das sind zwei Böse. Und da wohl auch. Ein Böser. Ah, und das ist wieder so eine Kletterwand, wo wir nicht lang können. Kommt mal ran hier, ihr beiden. Na, wen haben wir hier? Noch eine Marionette von Hauptmann Kohli geschickt. Du kannst umdrehen und ihm berichten, dass du gescheitert bist, wie alle anderen vor dir. Oder du kannst dich uns anschließen, wie ich es tat, um ein neues Leben abseits der Minenwürmer zu leben. Ich brauche diesen Götzen. Tust du das? Warum ist er dir wichtig? Nichts weiter als noch ein Souvenir in deinem Rucksack, nur eine weitere Schachfigur. Du brauchst ihn, dann verdiene ihn dir. Ja, komm, ich nehme ihn euch ab. Ah, und ich habe permanent den falschen Temtem draußen. So, Gleichstromstrahlen. Ja, damit kann ich leben. Ja, damit kann ich auch leben. So, Kristallspitzen auf Tental und Gleichstromstrahl auf Grandpa. So, die nächsten beiden bitte. Papiere. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Kristallstaub und Gleichstaubstrahl. Ja, fast. Aua. Naja, es geht. War gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. So, Kristallstaub, Gleichstromstrahl. Einer weniger. Ja, Sherald ist dann auch gleich erledigt. Oder er macht sich selbst platt. Na, fast. Gerald, Level 42. Und Ende im Gelände. Und jetzt gibt mir diese komische Götze da. Ah, was würden Minenwürmer nicht für glänzenden Tinef tun?
Ja, damit. Nimm es und verschwinde, Scherge der Minenwürmer. Uraltes Idol bekommen. Dieses uralt wirkende Idol scheint von sentimentalem Wert für Kohli, den Hauptmann der Wache von Quetzal, zu sein. Sehr schön. Gut, das heißt, wir begeben uns jetzt wieder in die Stadt zurück. Wir sehen uns dann gleich wieder, sobald ich da bin. So, wir sind wieder in der Stadt zurück und wir sollen ja hier auch die gute Dame hier aufsuchen. Ich denke nicht, dass ich dich kenne. Bitte geh. Warte, bist du Isel? Oklana schickt mich. Warte, Oklana? Wer bist du? Wo ist sie? Sie ist verwundet, aber sie wird sich erholen. Was? Oh, du meine Güte. Oh, beim großen Mutterstein. Sie wird sich erholen. Es ist nur ein gebrochenes Bein. Deswegen hat sie länger gebraucht als sonst. Der Nawald ist immer pünktlich. Oh nein. Aber danke. Mein Name ist Punchy. Keine Ursache. Lass mich sehen, was ich hier habe. Es war in dieser Schublade. Ah ja. Nimm dies. Vielleicht können deine Leute es gebrauchen. Eine Presse. Okay. Und nun, wie kann ich dir helfen? Der Rest der Besatzung muss dir sehr vertrauen. Der Navigator wird vermisst. Oh nein, Kemal, er ist ein lustiger Kerl und einer von Oklanas besten Freunden. Ich hoffe, er lebt. Ich habe keine Nachrichten über einen Absturz gehört, was bedeutet, dass niemand hier in der Stadt etwas mitbekommen hat. Aber das ist vermutlich normal. Alle waren so auf den Unruhestifter fokussiert. Weißt du was? Warum fragst du nicht bei der Jaguar Lounge? Es ist die örtliche Bar, jeder geht dorthin. Minenarbeiter, Schmiede, Wachen. Wenn ihn jemand gesehen hat, dann hörst du dort auf jeden Fall ein Gerücht über ihn. Die Jaguar Lounge, alles klar. Viel Glück und danke nochmal für die Nachricht. Ja, bitte gerne. So. Gut, die Bar war doch hier ganz außen. So. Also. Dunkle Schmiedin. Hey, machst du Schlüssel? Viele, X, warum fragst du? Nur aus Neugier. Macht Sinn. Leih den Schlüssel aus. Oh, mein Kopf. Ein Schlüssel für eine bestimmte Zellentür im Quetzalgefängnis. Leider nicht für Matthews Tür. Okay. So, werte Dame. Itzli. Whatever. Willkommen in der Jaguar Lounge. Was kann ich dir bringen? Ich suche einen venezianischen Segler. Davon haben wir einige Dutzend, wann immer ein Luftschiff anlegt. Etwas mehr Info? Sein Name ist Kemal. Tut mir leid, der Name sagt mir nichts. Warum fragst du nicht Jimena, die nette alte Dame? Sie ist aus Denise. Vielleicht kennt sie ihn. Jimena. Oh, Punchy, Jimena? Ja, weißt du noch, wie ich auf dich aufgepasst habe, wenn Aina nach Brickel de Mar gegangen ist, um einzukaufen? Ich suche einen Segler namens Kemal. Kemal, natürlich, auf ihn habe ich auch aufgepasst. Ich habe ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Er ist nun ein Matrose, sagst du. Ich schätze, das ist ein Nein. Tut mir leid. Ich sollte einen Minenarbeiter fragen. Frag die Anwohner, ja, wie clever. Du warst immer schon ein schlaues Kind. Okay, Minenarbeiter. Das soll ein romantisches Abendessen werden, also wenn es dir nichts ausmacht. Ja, bitte entschuldige uns. Aber ich suche einen Segler namens Kemal. Der Navigator der Nawal. Du kennst ihn? Natürlich, ich bin Kontrolleur am Terminal von Quetzal. Die Besatzung der meisten Luftschiffe des Archipels kenne ich persönlich. Kemal ist ein begabter Navigator, aber manchmal etwas zu selbstbewusst. Einmal hat er das Oberdeck der Nawal beinahe auf einem Anlegemast aufgespießt, weil er eine Wette gewinnen wollte. Er durfte nur mit einer Hand fliegen. Liebes. Oh, tut mir leid, keine Arbeit in der Freizeit, romantisches Abendessen. Bin wieder dabei. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung. Die Nawal flog die Kisiva-Denis-Route, daher habe ich die Crew seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Oh nein. Hey, tut mir leid, dass ich der Bote für schlechte Nachrichten sein muss. Ich habe mitbekommen, dass du alle Leute hier gefragt hast. Du suchst wirklich eifrig nach ihm. Ich fürchte, ich kann dir dabei leider nicht helfen. Oh, es tut mir leid, aber wir haben ein Date und, auch sei nicht so, sie hat es nicht einfach. Na gut. Ja, willst du das trinken? Du siehst erschöpft aus. Tut dir sicher gut. Energy Drink. Verhindert das Einschlafen. Cool, danke. Ruh dich etwas aus. In Ordnung? 99 Temesens Flasche an der Wand. 99 Temesens Flasche.
Nimm eine runter, reich sie rum. 98 Demessenzflasche an der Wand. Hä? Hey, hast du einen denizianischen Segler gesehen? Segler? Ich kenne keinen Segler, aber ich kenne einen guten Chong. 97 Flaschen. Ja. Wirklich ein sehr cooles Lied, Mann. 96 Flaschen. Entspann dich, Rockstar. 95 offene Flaschen. 94 offene Flaschen. Den an der Wand. Und wenn ein Flat fällt. Aha, du bist ein richtig luftiger, listiger, lustiger. Du weißt, was ich meine. Nur hör Schuh. Das Lied kannst du noch nicht. Schlimmes Lied. Technikkurs für schlimmes Lied. 99 Flaschen Temesens. Dieses furchtbare turkmanische Trinklied verursacht großen Schaden, vor allem an den Ohren. Ist ein tolles Lied, meinst du nicht? Klar, total, danke. Yeah! Okay, das ist eine Sackgasse. Was würde Carlos tun? Ich schätze, er würde woanders nach einer neuen Spur suchen. Oh, hallo? Da ist sie. Das ist Punchy, die wir überall gesucht haben. Sie hat es auf meinen Freund abgesehen. Hä? Bitte, nimm sie fest. Was? Ich habe nichts Falsches getan. Oh, du meinst diese Punchy? Ich glaube, du irrst dich, Mankey. Sie ist unschuldig. Yareni selbst hat dem Hauptmann die Situation erklärt. Aber sie hat jede Menge verdächtiger Fragen über meinen Kemal gestellt und er behauptet, es gäbe diese gruseligen Belsoto-Leute, die ein Luftschiff manipuliert hätten. Und ich bin auch ein Feind von Clan Belsoto. Stimmt das? Sie ist in Ordnung, Mankey. Der Dojo-Meister kann Menschen besser einschätzen als irgendwer sonst. Es tut mir leid. Ich habe mir Sorgen um ihn gemacht. Ich hatte Angst um seine Sicherheit. Punchy, richtig? Bitte vergib mir. Komm und besuche mich in meinem Haus. Es ist unten im Süden, bei der Gilde der Schmiede. Wir sollten uns unterhalten. Pass auf dich auf und entschuldige die Aufregung. Ich schätze, momentan sind alle etwas angespannt. Viel Glück mit der Suche. Ja, danke. So, unten im Süden, bei der Schmiede. Hier geht die Party ab, das sage ich euch. So, welches ist es denn jetzt? Ist das hier schon? Nö. Dann ist es das hier wahrscheinlich. Nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. Wer auch immer es ist, kommt später zurück. Wer ist da? Ich bin es. Ah ja, hallo. Beim Silaro. Punchy, bist du das? Wie hast du mich gefunden? Wie geht es den anderen? Die ganze Mannschaft ist am Leben, es gibt nur ein paar Verwundete. Ah, das freut mich zu hören. Ich weiß nicht, was ich ohne die brummelige alte Edia Turei machen würde. Wie bist du hier hingekommen? Als wir abgestürzt sind, habe ich mich an einen Seil festgeklammert. Das Problem war nur, dass genau dieses Seil gerissen ist, bevor wir auf den Boden aufgeschlagen sind. Es hat mich quasi über Bord geschleudert. Bevor ich kapiert hatte, was los ist, bin ich schon geflogen. Das fühlte sich an wie in Zeitlupe, aber ich war so schnell, dass ich an Tukma vorbeifliegen und über den westlichen Rand fallen würde. Aber das war zum Glück nicht so. Ich bin auf einem dieser Fragebüsche gelandet. Nein, Interroid heißen die. Ja genau, das hat meinen Fall gebremst, aber ich habe mir dann trotzdem das Bein verletzt. Ein paar Kinder haben mich etwas später gefunden, als ich elendig herumkroch. Sie haben mich hierhin gebracht. Wer hätte das gedacht? Aber ich habe meine alte liebe Mankey wieder getroffen. In Ordnung, weiter in der Geschichte. Zeit, um neue Pläne zu schmieden. Ja, niemand hat erwartet, dass diese Belsotos uns einfach abschießen. Seit Jahrzehnten gab es ein solches Ausmaß an Luftpiraterie nicht mehr. Aber es wird alles wieder gut. Mankey kümmert sich um mein Bein, du kümmerst dich um die Nabel und dann zahlen wir es ihnen heim. Wann kannst du wieder laufen? Ich weiß nicht, wird wohl noch ein paar Wochen dauern. Wenn ich mich recht erinnere, hattest du irgendwas Dringendes in Kisiba zu erledigen. Irgendwas mit einem Detektiv. Ich glaube, auf die gute alte Nabal kannst du dich dieses Mal nicht verlassen. Tut mir echt leid. Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht könnte er... Oh, ich weiß nicht. Das ist riskant, aber... Du kannst es ja mal versuchen. Rede mit Mankey. Bist du fertig? Er braucht Ruhe. Er sagt, er kann mir helfen. Nach Kisiba? Öff.
Naja, es gibt einen Weg, aber ich würde ihn mit einem Anfänger im Felshüpfen nicht empfehlen. Allerdings, du klingst wirklich verzweifelt, also gebe ich dir wohl besser ein paar kostenlose Stunden Übung im Felshüpfen, schätze ich. Triff mich auf der Oberfläche südlich des Eingangs nach Quetzel, in der Nähe des Mini-Temporiums. Ich bringe dir ein paar Tricks bei. Oh, und bevor ich gehe, es tut mir wirklich leid, dass ich die Wachen gerufen habe. Ich war sehr besorgt um ihn und egal, bitte nimm das hier als Entschuldigung an. Es wird dir sehr helfen. Felsschild. Denk durch Kristalltechniken erlitt deinen Schaden um 20%. Sobald du hier in Quetzel fertig bist, treffen wir uns am Mini-Emporium. Puh, ich bin froh, Kemmerl lebendig und auf dem Weg der Besserung zu sehen. Aber einäugiger Matthias ist immer noch im Gefängnis. Ich muss ihn rausholen. Ja. Das ist auch der nächste Schritt hier. Wir begeben uns jetzt nämlich in den Knast. Und bringen dem Hauptmann die Krone zurück. Hola, Senor. Es fühlt sich an, als wäre es ewig her, dass ich diesen antiken Schatz betrachten durfte. Gut gemacht, Punchy. Wollte sie Idol abgegeben. Matthew, du bist ein freier Mann und wisse dies, du hast einen hervorragenden Freund in Punchy. Das wusste ich bereits, danke. Ich wusste, du bist einer von den Guten. Ich gehe zurück zur Narwhal Punchy, die Kapitänin wird meine Hilfe gebrauchen können. Weiter so, du würdest eines Tages einen feinen Matrosen abgeben. Ich werde diesen Kerl vermissen, lass mich ehrlich sein, was für ein fesselnder Gesprächspartner. Endlich, die Crew der Narwhal hat ihre Medizin, die Reparaturen sind in vollem Gange, ich habe Kemal gefunden und Matthias aus dem Gefängnis befreit. Es sieht so aus, als wäre ich fertig hier. Aber ich muss immer noch einen Weg nach Kisiba finden, Carlos wartet dort auf mich. Vielleicht kann ich ein anderes Luftschiff finden, ich sollte den Luftschiffhafen auskundschaften. Okay, so, und dann haben wir jetzt hier noch die Schwester. Bist du hier, um eine alte Frau auszulachen, die unschuldig hinter Gittern sitzt? Bist du Tlaloc? Das bin ich, und wer bist du? Panche. Ja, Xolot, sei Dank, ich wusste doch, dass sie etwas unternimmt. Psst, ja, und sei still. Und mach dich bereit. Komm schon, öffne die Tür. Lauf, lauf, so schnell du kannst. Was zum unten drunter ist hier los? Punchy, hast du gesehen, wie sie das gemacht hat? Wer ich? Die Sicherheitsvorkehrungen hier sind echt das Letzte. Wir müssen uns echt am Riemen reißen. Die Leute marschieren hier raus, als wäre das ein Temporium. Ich habe nichts gemacht. Ich kann mich an nichts erinnern. Gut. Dann begeben wir uns erstmal wieder in die City. Ich frage mich, warum ich immer noch die Aufgabe erbringe, die Medizin zu Octlana. Weil die hat ja schon alles. Und ich habe komischerweise auch noch alle anderen Aufgaben. Ich muss nach der Aufnahme hier mal das Spiel neu starten. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Gut. Ja, wir können hier unten auf jeden Fall nochmal quatschen dann. Und ich glaube, wir müssen hier hin jetzt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Entweder blockieren hier alle den Typen oder ich habe es einfach nicht richtig verstanden. Okay, wisst ihr was, meine Lieben? An der Stelle beenden wir die Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.